Hallo meine Hübschen, herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle ein ganz anderes Buch rezensieren. Nachdem ich aber heute die Nachrichten aus aller Welt gehört habe im Fernsehen und gesehen habe, bin ich leider wieder auf eine Nachricht gestoßen, die mich sehr, sehr mitgenommen hat. Und zwar hat sich wieder ein 15-jähriges Mädchen aus Kanada selbst umgebracht aufgrund von Cybermobbing. Und das war für mich Anlass und Grund genug, dieses Buch heute für euch zu rezensieren. Ich block dich weg von Agnes Hammer, erschien im Löwe Verlag, ist ein kleines Taschenbuch mit 156 Seiten und ich möchte mich an dieser Stelle beim Löwe Verlag für diese Ausgabe bedanken, die überraschend eines Tages den Weg zu mir gefunden hat. Ich möchte euch kurz nur erzählen, worum es in dem Buch geht. Ich möchte euch nicht zu viel vorn wegnehmen und danach möchte ich gerne ein paar eigene Worte an euch da draußen richten. Und ihr merkt es schon wieder, es ist wie damals bei dem Buch Schneewittchen. Nee, Rotkäppchen muss sterben, hieß das Buch. Das sind immer so ernste Themen, da fällt es mir schwer zu lächeln oder irgendwelche Witze drüber zu machen. Kommen wir zu dem Buch. Es geht in dem Buch um Julie. Julie ist ein ganz normales Mädchen, ein Teenager, die zur Schule geht und die Freunde hat und die sicherlich auch in ihrer Freizeit zu Partys geht und alles Mögliche, hier am Anfang des Buchs auf einer Sommerfeier ist oder bei einer Gartenfeier oder Geburtstagsfeier irgendwie so und planen mit ihrer Band aufzutreten bei der Schulsommerfeier. Und ja, sie hat Freunde, sie unternimmt was mit denen. Sie ist ein ganz normales Mädchen, sie kommt aus einer ganz normalen Familie, so wie ich, so wie du, so wie ganz viele andere Leute auch. Und trotzdem passiert es eines Tages, dass ja, sie müssen einen Schlagzeuger für ihre Band suchen, weil ihr Bruder, der eigentlich Schlagzeuger in der Band ist, für einige Zeit ins Ausland geht und stellen somit eine Anzeige online aus, ein. um einen Schlagzeuger zu suchen. Und ja, ab dem Punkt irgendwie läuft das ganze Leben von Julie etwas aus dem Ruder. Sie bekommt Nachrichten, wo manche Leute vielleicht sagen würden, ach, beachtet es nicht, löscht es und dann ist gut. Aber stellt euch mal vor, ihr macht eines Tages eine E-Mail in eurem Posteingang auf von einem unbekannten Absender. Und ihr öffnet die Nachricht, weil ihr denkt, ja, da will jemand was von mir. Vielleicht wegen der Anzeige von der Schlagzeugsuche, da Schlagzeugersuche auf die Anzeige hin. Und ihr öffnet die Nachricht und es steht nur drin, hast du Angst? Da denkt man sich erstmal nicht viel bei, ne? Und man wird sie löschen, die Nachricht, man wird sie ignorieren. Wenn man dann aber ein paar Tage später eine weitere Nachricht von diesem Absender bekommt, wo drin steht, hast du immer noch keine Angst? Dann stellt euch das mal vor, bekommt ihr da nicht auch ein bisschen Bauchschmerzen? Das hat Agnes Hammer in diesem Buch wahnsinnig gut rübergebracht. Julie bekommt auf einmal solche kurzen Nachrichten immer geschickt von verschiedenen Absendern. Und bei jeder Nachricht, die sie öffnet, hat man irgendwie so einen Druck auf der Brust. Man hat Bauchschmerzen. Man möchte eigentlich gar nicht, dass Julie diese Nachrichten aufmacht. Man möchte eigentlich gar nicht wissen, was da drin steht, weil das kann Agnes Hammer wirklich gut. Das ist ein Jugenddrama. Er ist super simpel und einfach geschrieben und auch nur 156 Seiten. Es liest sich also weg wie nichts. Es ist so eine super Lektüre für zwischendurch. Es fordert einen nicht wirklich. Aber umso mehr fordert es einen psychisch, weil man super dieses Gefühl mitbekommt, wie es sein muss, annähernd sein muss, wenn man solche Nachrichten bekommt. Es ist eigentlich schon irgendwann klar, wer die Person ist, die das anzettelt, aber es stört einen nicht, es zu wissen. Es ist so bedrückend, was Julie durchmacht. Anhand dieser E-Mails, was natürlich auch übergeht von Cybermobbing, geht es in diesem Buch irgendwann natürlich auch über ins wirkliche Leben. Und irgendwann befinden wir uns bei dem richtigen Mobbing, wie manche Leute sagen. Ja, manche Leute halten ja
Cybermobbing nicht für Mobbing, kommen wir aber später zu. Und es geht dann irgendwann über ins Real-Life-Mobbing, also dieses wirklich in echt, im richtigen, wahren Leben gemobbt werden. Und das finde ich so bedrückend, auch zu sehen, wie fein diese Grenzen eigentlich sind. Das ist wirklich enorm. Fand ich wirklich toll. So leicht diese kleine Lektüre ist, sage ich mal, umso mehr liegt es einem wirklich auf der Seele und bedrückt einen, wenn man es liest. Und das hätte ich am Anfang dieses Buches nicht gedacht. Ich habe am Anfang noch so nach den ersten 20, 30 Seiten habe ich noch gedacht, ja. Aber irgendwann hat es einen dann doch. Und man erfährt nicht nur alles aus der Sicht von Julie, sondern man erfährt auch alles aus der Sicht von den Leuten um Julie rum. Ihr Bruder, ihre Freunde, alles Mögliche, ja. Und man merkt, wie sich ihr Verhalten verändert. Sie will nicht mehr zur Schule, weil sie Bauchschmerzen hat, weil es ihr nicht gut geht, weil sie einfach Angst hat, ja. Und das fand ich wirklich sehr gut. Das ist Agnes Hammer richtig gut gelungen, das einerseits eine total leichte Lektüre sein zu lassen, aber trotzdem so was Bedrückendes, wirklich was einem auch im Kopf bleibt. Das ist so wie bei Rotkäppchen muss sterben. Oder weinen oder sterben, ist schon so lange her, ist bestimmt schon ein Jahr her, die Rezension. Verlinke ich euch auch in die Infobox, weil das war genau so ein Buch. Ein dünnes Buch, was einen nicht mehr loslässt, wo man immer wieder mal dran denkt. Und das stimmt wirklich. Nochmal in eigener Sache möchte ich nochmal was sagen. Ich habe mir viele Videos angeguckt, Rezensionsvideos zu Ich block dich weg. Und ich bin leider doch erschreckenderweise auf ein, zwei Videos gestoßen, wo ich sagen muss, uff, wow, okay, wie naiv muss man sein, zu glauben, dass das so einfach ist. Also, ich möchte an dieser Stelle meine persönliche Meinung sagen. Für mich ist Cybermobbing oder das Mobbing, was es in den Schulen gibt oder auch bei erwachsenen Frauen im Beruf, gibt es auch Mobbing. Es werden auch Erwachsene gemobbt, nicht nur Kinder und Jugendliche. Ich finde Cybermobbing und Mobbing, diese Grenze zu ziehen, ist für mich Mobbing ist Mobbing. Also. Ich finde Cybermobbing um Gottes Willen nicht weniger schlimm als normales Mobbing. Und leider habe ich diesen Beigeschmack gehabt bei manchen. Es ist nicht die Lösung, wenn man im Internet gemobbt und gehänselt wird. Ist es nicht die Lösung, einfach diese Seiten nicht mehr aufzurufen, die E-Mails zu löschen oder einfach nicht mehr ins Internet zu gehen? So einfach ist das, glaube ich, leider nicht, denn man sieht es in diesem Fall und man sieht es auch in den Fällen in der Wirklichkeit. Beispiel Amanda Todd. Beispiel von diesem Mädchen, die jetzt sich umgebracht hat. Ich glaube, ihr Name war. Wartet kurz. Renate? Renata? Irgendwie sowas ähnliches. Sehr merkwürdig geschrieben, aber irgendwie so in der Art und Weise. Bei denen war es ja auch Cybermobbing, aber nicht ausschließlich Cybermobbing. Die sind auch in den Schulen gehänselt worden. Nicht ohne Grund haben die mehrmals die Schulen gewechselt. Also angenommen, eine Amanda Todd hätte gesagt, ich gehe nicht mehr ins Internet, ich gucke mir nichts mehr an, ich beantworte keine E-Mails mehr, ich öffne keine E-Mails mehr, mache ich nicht. Na und? Die wäre morgens aufgestanden, wäre um 8 in die Schule gegangen und wäre da ausgelacht und gehänselt worden. So einfach Cybermobbing abzutun, finde ich höchst gefährlich. Finde ich wirklich höchst gefährlich. Cybermobbing ist genauso schlimm, wie wenn du gehänselt wirst von morgens bis abends, jeden Tag in der verdammten Schule. Cybermobbing ist genauso schlimm. Wenn sie deine Fotos rumreichen, die vielleicht noch irgendwie bearbeitet worden sind, Fotomontagen, die Videos rumreichen von dir in der Schule, dann ist das furchtbar. Und dann nützt es dir nichts, ob du im Internet surfst oder nicht. Ich finde beides super schlimm und ich finde beides super gefährlich. Nicht immer endet es im Selbstmord, kann auch andere Folgen haben, wie zum Beispiel sich zu ritzen, schwere Depressionen zu haben, ja, total sich abzuschotten von der Außenwelt, ein totaler Einsiedler zu werden. Ja, nur noch ich, willst mit keinem reden, du gehst nicht mehr raus, du schließt dich nur noch ein. Sowas kann auch passieren, ja.
zu verwahrlosen einfach. Ich möchte einfach alle, die zuschauen, möchte ich bitten, wenn ihr mitkriegt, dass jemand gemobbt wird in eurer Umgebung oder euch jemand sowas erzählt, dann möchte ich euch bitten, dass ihr das ernst nehmt und im besten Falle es irgendwie jemandem zu melden, den Eltern, euren Eltern, den Eltern von demjenigen, der gemobbt wird, einem Lehrer, dem ihr vertraut. Ich sage extra dem ihm, dem ihr vertraut, weil Vertrauenslehrer müssen nicht für jeden Schüler immer vertrauenserweckend sein. Also wenn ich an meinen Vertrauenslehrer denke, denke ich, ich wäre lieber zu meinem Musiklehrer gegangen. Ja, den fand ich zum Beispiel viel netter. Also geht zu einem Lehrer, dem ihr vertraut und teilt denen das mit. Was ihr nicht machen solltet, denke ich, ich habe mir das überlegt, ich denke, das ist keine gute Idee, wenn ihr zu der Gruppe geht, die mobbt und geht hin und sagt, das macht man nicht, lasst es. Macht das nicht, sonst sage ich das jemandem. Ich denke, damit schießt ihr euch gleichzeitig mit ins Aus und seid wahrscheinlich die Nächsten, die gemobbt werden, wenn ihr Pech habt. Von daher gesehen, macht das lieber klammheimlich und schnappt euch irgendeinen Lehrer und oder Elternteil. Nehmt nachmittags Kontakt auf mit der Person, die gemobbt wird. Seid einfach für sie da, hört ihr einfach zu. Ja, ich glaube, das brauchen die echt. Ich kenne niemanden und ich habe auch nie jemanden kennengelernt, der so böse gemobbt worden ist. Ich verlinke allen Leuten, die vielleicht gemobbt werden oder auch den Leuten, die sowas mitkriegen. Ich verlinke euch in die Infobox ein, zwei Telefonnummern, die Nummer gegen Kummer und so weiter, wo ihr euch auch gerne natürlich jederzeit hinwenden könnt, anrufen könnt und euer Leid klagen könnt, wenn irgendwas ist. Selbstverständlich mache ich das an dieser Stelle. Einen Appell möchte ich noch, eine Sache möchte ich noch sagen und ich möchte, dass sich das jeder mal durch den Kopf gehen lässt. Und das ist das Letzte, was ich sage, womit ich mein Video beenden möchte. Leute, die Mobbing zulassen, Leute, die zuschauen, Leute, die mitmachen, Leute, die wegschauen, das ist für mich, als wenn ihr auch mobbt. Nichts zu machen, einfach zuzuschauen, ist für mich auch wie Mobbing. Ihr müsst eingreifen. Ihr müsst helfen. An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden von euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, hoffentlich mit mehr Sonne als hier in Berlin. Hier in Berlin regnet es nur. Ey, das ist doch schon mal ein Fortschritt, ist schon mal besser als Schnee. Ha? Wir sehen uns dann sicherlich bald wieder mit einer Videorezension zu dem schönen goldenen Buch. Ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.